Ach, hi. Wir drehen heute ein Musikvideo und ja, das ist das Behind the Scenes. Auf geht's, Musikvideo. Puh. Ja, toll. 600 PS Audi mit Anhänger dran, ist auch nicht verkehrt. Need for Speed Anhänger. Hast du den Stoff? Guten Morgen. Hier ist ganz viel Waffen. Ah ja. Ich sehe. Vor allem bin ich ein Fan von dem Ding hier. Jetzt passt mal auf. 1 Euro auf Wish. Kein Witz. 1 Euro. 1 Euro auf Wish, 2 Euro Versand. Hat Vincent gekauft. Das ist scharf, oder? Nee, also du kannst schärfen, klar, es ist halt Metall. Aber der Griff ist halt schon sehr pro-mäßig. Oh Gott, ist das ranzig. Wir haben einen Wanderstock. Wow, oh, Junge, das ist ein Wanderstock hier. Zählt dir als Waffe. Wir sind heute hier zusammengefunden. Ich möchte dem Herrn danken. Also unsere Grundidee vom Video ist ja Zombie-Apokalypse. Nicht mit Zombies, sondern mit Zombies. Yes. Das ist schon mal ein guter Grundsatz dafür, dass halt Leute nach irgendwas im Handy süchtig sind, was ich mir überlegt habe. Okay. Dass die Leute da zum Beispiel zocken oder, wie Zottel auch meinte, zum Beispiel TikTok. Ich hatte da im Sinn Raid Shadow Legends. Das war so geil! Ich bitte dann direkt an Sie schicken. Mit Roll at the Video Raid Shadow Legends. Also, wir hätten dann gerne unsere Gase. Ja, also wir haben heute ein paar LED-Panels und gehen das zum letzten Mal. Da noch mehr Equipment. Da ein Ständer. Hier auch ein Ständer, aber den sollten wir lieber nicht zeigen. Ah, na. No. Das war aber knapp. Ich kann man nicht zu machen. Das ist nur 1% meiner Macht. Ja. Hält es? Hält es? Ja. Ich spüre, wenn du da vollkonzentriert sitzt, nicht ordentlich zocken kannst. Bin ich hässlich? Ich stinke bloß. Die Frage ist, warum stinkt die Maske nach Alex Kleid? Okay. Also, ihr müsst das so sehen. Ich rieche ja von diesem Kleid nichts. Ich rieche nur Latex unter dieser Maske. Ja. Deswegen, mir kann es egal sein. Stop resisting! I can breathe. Ihr spiegt den dann. Wow. Jetzt gebe ich dir wirklich aufs Maul. Komm her. Okay, also ich sehe ab der Figur hinten nichts mehr in die Richtung. Mhm. Okay. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ah! Jetzt hört mal. Irgendwer muss noch den Fernseher machen. Nö, da muss ich fern. Scheiße. Die haben wir rüber getan. Kannst du kurz hören, Eva? Ja. Danke dir. Dann werde ich jetzt anfangen mit dem Shop von unserer deutschen Brücken. Da. Was machen wir an dem Fernseher? Einfach. Der also, er meint Bewegung, Fehler, ne? Die Bewegung und fertig. Nee, nichts sonst. Einfach nur die Bewegung und dann mache ich dann schon eine kleine Animation rein. Breaking News! Wir sehen uns einer Zombie-Apokalypse entgegen. Anerkannte Top-Forscher vermuten als Ursache hierfür...
schmeißt sie raus. Und jetzt so, wir wehrst dich so ein bisschen. Wir schmeißen ihn hierher. Ja. Hier. Und dann drehe ich ihn, schmeißen ihn hier, setze ihn so hin, genau. Am besten, Zottel dabei machst du dann so. Und dann? Das ist so höchstgradig unbequem. Ich weiß, so, du nimmst deine Arm, hältst dann rechts mit seinem linken Arm, du nimmst das Gaffer, oder die Drum. Ja. Kicks. Wir machen irgendwie so. Hau ich Gaffer drum. Ja. Und danach nehmen wir die andere Hand. Nehme ich die andere Hand, du nimmst den anderen Stick und danach mach ich machst du Gaffer drum. Deadshot Take 1. Wie lange filmen wir jetzt schon? Ach, nicht so lange, 5 Stunden vorbei. Hallo. Wow, das ist nicht gut. Jo. Wir sind jetzt gerade Pizza holen für den Dreh. Also beziehungsweise für nach den Dreh. Warte, goldener Schnitt. Für nach oder während den Dreh. Die Eva hat Hunger. Hat ewig nichts mehr gegessen. Wir anderen sind auch ein bisschen jock und deswegen sind wir jetzt hier. Die Eva ist rein und holt die Pizza ab, damit wir die Leute nicht beunruhigen. Ich bin noch im Kostüm, weil wir drehen ja gleich weiter und deswegen the show must go on. Soll ich das auf den Schoß nehmen? Ja, irgendwie muss ja, ne? Sag mal hi. Hallo, wir haben gerade jede Menge Pizza geholt. Das ist korrekt. Kriegst du irgendwie diese Tür zu? Ich schau mal, warte kurz. Nur kein Stress, Eva. Ja, danke. Passt. Cool. Jetzt sind meine Beine schön warm. Tada. Ich fange ja morgens früh an. Mike wohnt ja auch hier. Da hast du auch kein Problem, wenn du was schwitzen gehst. Ja, Bock. Und wie ist das Musikvideo bis jetzt, Daniel? Bis jetzt ziemlich heftig. Ich schwitze schon mein Hemd zum dritten Mal durch. Aha. Bin gerade ein bisschen durch den Wind, aber eigentlich ist noch nicht mal die Hälfte durch. Yeah! Ich weiß nicht. Alles ist schwer. Ich schwitze schon den ganzen Tag. Ich muss immer diese schreckliche Musik hören. Aber hier bin ich aus dem Kopf. Mach dann so. Ja, wir haben jetzt. Du weißt, wie ich es meine. 10 Uhr abends, aber wir sind immer noch nicht fertig. Wie du brauchst wieder gut. Und das Black, wo ist das jetzt hin? Keine Ahnung. Das war noch hier. Drehtag 2, Zombieland. Das ist genau der einzige, den wir heute gefunden haben. Ja, yes. Seine Freundin hatte keinen Bock. Ja, ich mag das nicht. Wie ist es so mit Hoodie im Sommer? Ja, das ist warm. Das geht mich aber auch nicht mehr auf das Make-up, das dann schön verlaufen. Das stimmt. Nee, das merke ich. Okay, das machen wir nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das die Wand. Ach. Von daher am besten einfach nur von der Seite dagegen hämmern. Dann ist das. Ich bin nicht der Ego. Aufkommen, da hinten.
Schulter angedenkst. Boah, wow. Alter, du hast mir voll in die Fresse gehauen. Voll gut. Julian. Aber den eindeutig habe ich. Oha. So. Das so, dass sich kaum verändert, wie ich das sehe. Das sieht schon gut aus. Instagram. Geh mal weg da. Oh. Neuer Drummer. Geh mal weg da, ey. Daran. Wie nah willst du noch? Jetzt habe ich dein ganzes Gesicht da drin. Wow, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr drauf. Oh, hast du hier böse eingegeben? Oh, yo. Ich war ein ganz Stück abgeplatzt. Jetzt. Ich muss... Indiana Jones. Nee, 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 nee. Indiana Jones mäßig. Lauf. Daniel? Ja? Dann stehe ich auf. Sobald das Tor oben ist. Okay. Ja, wie Ecstasy of Gold habe ich im Kopf. Okay. Voll den Julian, du musst jetzt nur noch schön den Kautabak ausspucken dabei. Ich renne jetzt auf euch zu. Ihr holt aus, schlagt und du kommst direkt an. Ja. Das wäre gut. Du kannst auch schon ein bisschen näher stehen. Dass wenn ich dann schon hier vorne bin, siehst du ungefähr halt, wie ich mich hier bis nach vorne bewege? Bewegen, ja. Dass du dann schon mit dem Handy dann ankommst. Okay? Mhm. Und